Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier bei Book of Unwritten Tales, der Show nur echt mit der Kohleförderung. Hier, wir machen den Weg frei und ja, ihr erinnert euch sicherlich noch an das Problem, das wir letzte Folge hatten, dass ja hier das Ganze falsch angezeigt wurde. Wie ich jetzt im Thread nachgelesen habe, ist da wohl offensichtlich noch ein kleiner Bug drin. Deswegen habe ich mir jetzt das Ganze nochmal bis dahin gespielt und jetzt geht es auch soweit ganz gut. Und ja, jetzt, wir sehen es schon, hier ist der Sandsack. Wir haben hier den Stein als Gegengewicht, die Kerze auf der Waage. Und jetzt müssen wir das Ganze im Prinzip nur noch anstechen hier, damit der Sand auch hier rausfällt. Okay, ich steche ein Loch in den Sack, Sand läuft aus. Er fällt in die Waagschale, drückt sie hinunter und die Kerze wird angehoben. Sie entzündet die Sprengladung und bumm, wir haben unsere Kohle. Und dank unseres Erfindungsreichtums auch noch all unsere Finger. Das hast du sehr schön erklärt. Bringt euch schon mal in Sicherheit. So. In Ordnung. Köpfe einziehen. Alles bereit zur Sprengung. Jetzt. Gleich. Jetzt. Jetzt. Jeden Augenblick. Nate! Nicht! No. Nein! 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 Komm schon, Nate! Wach auf! Oh Scheiße, bitte sag, dass es ihm gut geht. Wir müssen was tun! Du musst ihn reparieren! Ich kann nicht. Ich bin kein Ingenieur. Das ist egal! Hilf ihm! Ich... Oh, Nate! Vielleicht gibt es eine Möglichkeit. Opa hat mir davon erzählt. Die besten Gnomen-Ingenieure geben diese Technik an ihre Schüler weiter. Tu es! Geh! Endlich! Du blödes Ding! Hast du einen schweren Schraubenschlüssel? Damit geht es besser. Nicht nötig! Nichts passiert, was er nicht selber reparieren könnte, würde ich sagen. Wir haben uns Sorgen gemacht, Nate. Aber dann hat dich jemand gerettet, der kurz mal vergessen hatte, dass er das eigentlich gar nicht konnte. Nate! Alles in Ordnung? Die beste Technik, um Sachen zu laufen bringen. Ja. Oh, der Witz ist so... Ja. Wir haben aber Kohle. Sehr schön. Zwerge glauben, Kohle bringe Glück. Ich finde, sie macht vor allem schmutzige Finger. Los, Jungs. Lasst uns den Haufen in die Werkstatt bringen. Nee, nee. Du bist in Ordnung. Du kannst schleppen. Okay, jetzt müssen wir diese verdammte Maschine zum Laufen bringen und ich habe keine Ahnung, wie es genau gehen soll. Ich habe nur gehört, dass man tierisch aufpassen soll, da sonst das ganze Spiel nochmal abstürzt. Deswegen speichere ich das Ganze nochmal ganz schnell ab und nehme mir jetzt das Ganze... Vielleicht klappt es ja hier auch. Geh, du verdammtes Ding. Okay. War ein ganz schöner Akt, die Kohle hierher zu schaffen. Aber der Haufen sollte reichen, um die Lieferung fertig zu kriegen. Trödelüt. Gut, wir müssen... Das Feuer im Ofen erhitzt den Wasserkessel darüber, so dass das Wasser zu Dampf wird und den Druck ansteigen lässt. Je heißer das Feuer, desto besser. Wenn wir der Maschine richtig Dampf machen wollen, brauchen wir Kohle. Ja, haben wir doch hier unten. Okay, kann ich jetzt hier auch schon anfangen, das Ganze zum Starten? Ach Mist, wir brauchen ja hier noch den Keilriemen.
Okay, also wir sind noch nicht ganz so weit. Und wir sind wieder an diesem verdammten Ding, dass wir oben den... Hallo? Okay. Wir sehen. Nate! Tedelüt! Alles klar mit dir? Du hast mir ganz schöne Angst gemacht, als du da so durch die Luft geflogen bist und dich nicht mehr gerührt hast. Wie ich dich repariert habe? Sagen wir so, ich musste mein gesamtes Gnomen-Ingenieurswissen einsetzen. Mach sowas nicht wieder, ja? Trödelüt! Die Arbeit ruft. Okay, was ist mit Papa? Wenn ich ihn grundlos... Okay, da können wir wohl nichts machen. Ich hätte vielleicht auch nochmal bei der Maschine kurz schauen müssen, ob es hier irgendwas gibt, was wir hier direkt nehmen können, holen können. Offenbar nicht. Dreh das Schwungrad. Prinzipiell scheint alles zu funktionieren. Kohle haben wir auch. Fehlt nur noch ein Keilriemen, der die Dampfmaschine mit dem Schwungrad verbindet. TikTok. Okay, dann schauen wir noch mal rüber, wie es bei den Zweien mit ihrer flauschigen Farbe aussieht. Hier gibt es eh nichts mehr, irgendwie so wie ich sehe. Wahrscheinlich in der Höhle jetzt gleich noch. So. Hey Mädels, wie steht's? Hallo? Was denkt ihr? Bis wann könnt ihr die flauschige Farbe fertig haben? Wir sind früher damit fertig als ihr Jungs mit euren Tafeln. Das sind gute Nachrichten. Verrat Gulliver noch nicht. In Ordnung. Okay, also hier gibt's offenbar gar nichts. Den Vogelkäfig haben wir schon gemacht. Bestimmt nicht leicht für Nate. Er hat den besten Spielplatz. Okay, wir schauen noch mal rüber, ob den Schrottplatz ist. Wir müssen doch irgendwie an diesen verfluchten Keilriemen kommen. Okay, in der Höhle drüben, gibt's da noch irgendwas Interessantes? Wahrscheinlich haben wir jetzt unten den armen Remy irgendwie komplett... Hey, Nate! Die Arbeit! Trülüt! Irgendwie müssen wir hoch an diesen blöden Keilriemen kommen. So, was haben wir hier noch? Haben wir hier auch noch irgendwas? Wir haben nur den Kessel. Ach. Okay, hier ist auch nichts. Jetzt schauen wir nochmal, ob wir hier irgendwie eine Möglichkeit haben, mit den Jungs zum Arbeiten. Stell dich nochmal auf die Wippe, Timmy. Klar! Okay, jetzt klettern wir hoch. Und wir lassen... Was genau wird das? Erinnerst du dich an die Geschichte mit dem Lineal in meinem Klassenraum? Klar, aber... Den komm schon. Schon gut, schon... Okay, es wird eh nicht klappen. Okay. Alles in Ordnung, kleiner Freund? Das war voll krass! Und eine Oger... Wie können wir diesen verdammten... Hey, Nate! Tedelüt! Die Arbeit ruft. Wie komme ich da oben hin? Na, doch. Klebeband hochwerfen. Nein. Na, nein. 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 Timmy könnte das Ding sicherlich vom Haken bekommen. Aber es muss doch einen sichereren Weg geben, den Kleinen dort hochzubekommen. Oder einen spektakuläreren. Beides wäre in Ordnung. Wenn ich ihn von drüben vom Müllberg werfe... Boah,
klettere auf die Lore, gehe auf den Müllberg. Ich habe keine Ahnung. Wir gehen rüber auf den Müllberg. Okay. Schauen wir hier nochmal. Besser, ich... Okay, da haben wir keine Möglichkeit irgendwas. Die Glocke haben wir. Die Arbeit. Mit Sand gefüllte. Kann ich Timmy irgendwie hier? Nein. Ah, ich hätte echt. Hey, Nate! Was fehlt noch? Richtig. Selbst wenn wir die Dampfmaschine mit der Kohle auf... Ja, das wissen wir, ja. Oh, ich bin gerade echt verwirrt, weil ich habe gerade keine Ahnung, was wir hier noch... Haben wir hier noch irgendwas? Wir haben die Wippe. Kann ich sie vielleicht irgendwie verstellen? Noch eine Runde. Ich meine, ich bin zu schwer wahrscheinlich. War mir ein Vergnügen. Und deswegen, wenn ich Timmy zusammen... Okay, wir probieren es nochmal. Stell dich nochmal auf die Wippe, Timmy. Klar! So, rede mit Nate. Hey, Nate! Komm, wipp du doch mal. Oh nein, nicht so! Oh. Ich bräuchte dich einmal als zusätzliches Gewicht. Nate, kannst du einmal rüberkommen? Ich brauche etwas zusätzliches Gewicht. Crew? Vertrau mir. Bereit, Timmy? Mehr Power! Das ist es. Ah! Danke. Oh, das wir sind ein gutes Team. Yippie! Oh nein, mit der Methode geht es mit dem Keilriemen. Ah, okay, wir haben ihn. Das heißt mehr Power. Ach so, Entschuldigung. Nee, das war falsche Lachen. Das war... Okay, wir haben's. Das heißt, wir können jetzt die Maschine zum Laufen bringen. Und ich würde sagen, ich bin echt ängstlich, dass mir das Ganze jetzt hier abraucht und so weiter. Deswegen wird's nochmal gespeichert. Aber erst bringe ich den Keilriemen noch an. So. Das sieht gut aus. Ja, finde ich auch. Das war's. Jetzt müsste alles funktionieren. Okay. Na? Wieso kann ich nicht speichern? Der Konstruktor funktioniert? Yep. Das werden wir nur erfahren, wenn wir es ausprobieren. Na los, alle Mann an Bord. Bringen wir das Ding auf Touren. Oh, jetzt? Wenn wir den Zeiger in den grünen Bereich bringen und dort halten, läuft die Maschine effizient. Und wie stellen wir das an? Nach guter alter Gnomenart. Wir probieren so lange herum, bis wir wissen, was wir tun. In Ordnung, du hast das Kommando. Okay, Spiel speichern. Ich mache einen neuen Spielstand. 24 Spiel speichern und wir setzen fort. Okay, also ich würde erst mal sagen, Kohle muss rein. Tür ist zu. Ach, okay. Tür auf. Kohle rein. Wie auf der Titanic. Okay. Nein! Ja, Tür zu. Okay, sie ist schon mal...
geht runter. Okay. Dann noch. Die Maschine muss erstmal in Schwung kommen. Okay. Also nochmal. Zack. Rein damit. Und wir machen die Tür zu. Nochmal eine Schippe Kohle. Wir müssen in den grünen Bereich kommen und drin bleiben. Weiter, Jungs. Wir finden. Okay, nochmal eine Schippe Kohle rein. Effektivität. Weiter. Na komm, nochmal. Okay. Ah, okay. Das war falsch. Oh, diese Maschine. Ich glaube, die wird uns sicherlich noch ein bisschen verfolgen. So das Typische. Aber, okay, wir schauen nochmal. Also. Das ist später bestimmt mal wichtig. Nee. Okay, wir fangen nochmal von vorne an. Zu. Sie beginnt zum Laufen. Wir öffnen die Tür. Und es beginnt. Wir haben ja hier auch noch den Nate. Der kann sicherlich auch was machen. Nate, die Hebel. Oh, das gibt auch noch mal ein bisschen Prozente. Dann. Ich glaube, Dampf ablassen müssen wir nur, wenn wir. Wenn es Probleme gibt mit der Maschine, dass sie irgendwie blöd läuft. So. Mal Kohle rein. Hier oben sieht es ja noch gut aus. Auf der linken Anzeige. So, vielleicht mal. Wir sind im grünen Bereich. Jetzt nicht nachlassen. Schmiere. Dann schnell schmieren, damit alles okay läuft. Okay. Einstellung. Die Hebel. Wir gehen ein bisschen runter, deswegen schnell wieder Kohle rein. Okay. Nochmal ölen vielleicht. Wir gehen schon wieder runter. Okay, wir müssen mehr Kohle rein. Es muss mehr Kohle rein. Okay, nochmal, komm. Oh. Das war's wohl nicht. Nee, schmiere. Okay.
Okay, jetzt nochmal. Hier laufen wir. Okay. Es geht alles runter. Nein. Ich war doch schon im grünen Bereich. Und jetzt geht's. Ah, oh, ich mach alles falsch. Ah. Nee, die Hebel. Okay, da drüben ist grün. Na, und violett und blau. Schrott. Okay, wir sind im grünen Bereich. Nee, schmiere. So, jetzt, hauen wir nochmal drauf, oder? Und die Tür wieder zu. Nee, schmiere. Irgendwo ist noch der Wurm drin. Ich glaube, wir haben es raus. Ja! Immer so weiter. Das sind die letzten. Damit ist der Weg in die Stadt frei. Saubere Luft, der weite Himmel. Und Timmy ist schon vorgelaufen, um ein paar Pralinen als Begrüßungsgeschenk zu organisieren. Ohne dich hätten wir das nicht geschafft, Wilbur. Die Tafeln sehen verdammt gut aus. Wie habt ihr das so schnell geschafft? Wir haben alle zusammengearbeitet und wir hatten den Konstruktor. 50 Tafeln in der Stunde anstatt 4 pro Tag. 50 Tafeln? Weißt du, was das heißt? Trotz der schlechten Preise lohnt sich das Tafelgeschäft wieder, dank der niedrigen Produktionskosten. Ja, ich dachte, wir könnten vielleicht eine kleine Fabrik vor den Toren der Stadt eröffnen. Du stellst das Kapital und wir bringen die Technik mit. Und einen Fabrikleiter hättest du auch schon. Ich habe einen anderen Vorschlag. Ihr bleibt, wo ihr seid und produziert mir noch ein paar hundert von diesen Babys. Aber das war nicht abgemacht. Ich habe den anderen versprochen, sie herauszuholen. Du solltest nie etwas versprechen, das du nicht halten kannst. Ihr habt eine Woche Zeit. Besser, ihr haltet euch ran. Sonst könnte mir rausrutschen, dass ihr da unten einen gesuchten Verbrecher versteckt. Jorge! Ach, dieser Jorge, das ist echt schlimm. Aha. Vielleicht wäre es besser gewesen, den Konstruktor erst zu erwähnen, wenn wir alle oben gewesen wären. Er hat mir sein Wort gegeben. Wie kann jemand, der so reich und so erfolgreich ist, unehrlich sein? Leute werden seltsam, wenn es um Gold geht. Ja. Wie soll es weitergehen? Sollen wir den Rest unseres Lebens im Müll leben und Dinge für Jorge zusammenbauen, damit er sich ein schönes Leben machen kann? Es tut mir leid, Gulliver. Ich dachte wirklich, er holt uns hier raus. Wir müssen uns etwas einfallen lassen. Nur weiß ich gerade selber nicht, wie es weitergehen soll. Ivo! Prinzessin Ivo ist in der Stadt! Oh, das war's. Jetzt geht's weiter mit dem nächsten Teil. Ich danke euch fürs Zuschauen und... Ja, ich bin gespannt. Was bist du denn für eine? Besser, du verschwindest gleich wieder.
Ich bin eine Elfe und will wissen, was hier los ist. Zu fett für eine Elfe. Na, hören Sie mal, ich bin... Wenn du keine Erlaubnis hast, darfst du dich nicht in der Oberstadt aufhalten. Steig auf dein Ding und verschwinde. Okay, wir schauen uns dann morgen an, wie es weitergeht. Ich bin schon sehr gespannt. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und das war ein Graus mit der Maschine. Aber morgen werden wir dann schauen, wie es mit der fetten, schwangeren Elfe dann weitergeht. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und bis morgen dann. Ciao, ciao.